So, liebe Leute, jetzt geht's vorwärts, aber heute können wir echt einen richtig großen Schritt nach vorne machen. 24. Spieltag. Wir können das gewinnen. Wir können es gewinnen und wir sollten es auch gewinnen. Wenn wir wirklich in der Liga bleiben wollen, müssen wir heute gewinnen. Ohne Scheiß. Komme was wolle, egal wie rum, wir werden jetzt uns mal wirklich hier schön rein konzentrieren auf die Geschichte. Ich würde sagen, von Anfang an, oder? Gleich mal überraschen. Voller Angriff. Gleich von vorne rein. Los geht's. Schon mal gleich gelbe Karte hier für Yasuda. Idealerweise gleich mal überraschen. Mit brutalen Angriffen. Boah, passiert gar nichts. Passiert ja gar nichts von uns. Holstein-Spiel wird eben Abseitsfalle. Ja, klar. Das wissen wir. Das wissen wir. Konter und Abseitsfalle, wie immer. Leroy Fair versucht es aus größerer Distanz. Doch Trapp pariert und quer zur Ecke. Wieder Ecke zum Anfang gleich. Mann, Mann, Mann. Vorsicht, Vorsicht. Mali. Alles klar. Ballas. Ganz souverän. Oh, meinst du es hier mehr am Drücker? Wäre halt so wichtig, wenn wir uns nochmal kurz in Erinnerung rufen. Hier mit einem Sieg könnten wir erstmalig die Abstiegsplätze verlassen. Auch wenn der Gegner Mainz heißt. Ist mir jetzt gerade Bumpe. Denn so richtig pralle sind die in der Saison auch nicht unterwegs momentan. Und das sind nur 30 Punkte Unterschied. Keine normalerweise 100 bei den anderen Mannschaften. Und wir haben was gut zu machen. 3-1 haben wir verloren zu Hause gegen die. Jetzt kommen die Kieler zum ersten Mal. 18 Minuten. Boah. Aber der ging in den wörtlich freien Raum. Was ist denn das? Konzentration, Jungs. Die Spieler von Holstein Kiel sind jetzt voll konzentriert. Naja, also, geht doch. Beide Teams tun hier zu wenig. Wie sieht es denn aus statistisch? Geht, ausgeglichen. Team 1 wieder dran. Ecke von rechts, Yunus Mali. Alles klar, Trapp hat den Ball. Wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen Dampf aufbauen könnten. Also ein bisschen Druck, ne? Das wäre klasse. Aber das fehlt uns einfach, ne? Uns fehlt da so der Zwang nach vorne. Doch, der den Ball trotzdem aufs Tor bekommt. Kolb. Er reagiert zu spät. Komm. Ja. Ja, natürlich. 1-0. Für die Kieler. Oh, fünftes Tor in der Saison. Und Vorlage von Wirth. Seine vierte. Wirth hat erst 4 Vorlagen dieses Jahr. Das ist aber echt wenig. Gelbe Karte, okay. Taktisches Foul gegen Ucha. Oh, das ist der Hammer. Kolb wieder. Was ist mit dem Aktogan los? Warum trifft der denn nicht mehr? Ich will das 2-0 noch sehen. Vorsicht, Mainz, Riesenchance. Flankt in Höhe des Fünfers. Christoph rauscht heran, ist vor Ballas am Leder und trifft aus 4 Metern. Mach Mancho, komm schon. Oh, das gibt's aber nicht. Christoph Moritz. Da sind wir. Oh Mann, ey, 4 Minuten mal in Führung. Scheiße. Ecke von links. Oh Mann, ist das bitter. Vier Minuten waren wir jetzt in Führung, ey. Und schon ist der Spaß vorbei. Oh, und jetzt verlieren wir auch noch die Spielanteile ohne Ende. Sehr gut. Trapp ist zumindest mal fit, ey. Zumindest mal einer, der hier die Augen auf hat. Shit, ey. So, wir machen mal jetzt. Halbzeitansprache. Auf keinen Fall nachlassen, Jungs. Bitte, 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 bitte. Will gewinnen. Ach, irgendwie, aber nur die machen jetzt nur die Offensive fit heute. Muss der Rest halt mal verzichten, obwohl die alle super heute sind. Die könnte man auch loben eigentlich, aber ihr seht, wir brauchen ja hier vorne den Dampf. Jetzt auf keinen Fall nachlassen, Ladies. Wer könnte denn hier noch was bringen? Dosson, 4,5 ist zu wenig heute. Ist noch zu jung, ist noch zu früh. Taktik, Kacetis, yo, passt. Warum ist das hier raus? Voller Angriff, Flügel, ja, machen alles. Er muss jetzt entscheiden, wo lang es geht. Warum ist Kolb? Warum nicht Aktogan? Sag mal.
So. Auf geht's. Ich würde sagen, weiter so. Oder sagen wir, geht drauf. Oder sagen wir, super. Oder Konzentration von Anfang an. Die Konzentration hochhalten, Jungs. Konzentrieren. Aber nicht zu viel nachdenken, sondern Fußball spielen. Ja, regelwidrig stoppen. Freistoß. Gute Chance. Freistoß, Aktogan. Ach, Mainzer Mauer. Scheitert an der Mainzer Mauer, an der beschissenen. Hieblinger versucht auf Link durchzukommen, doch Roman Aschetter läuft ihm den Ball ab. Na klasse, super, rufe ich rein. Yeah, und gleich bin ich auf der Tribüne, Alter, weil ich heute so durchdrehe. Gibt's auch gar nicht. Mann, es wäre so wichtig, ihr seht ja, wo wir da hängen. Wir hängen ja da unten so drin und das wäre jetzt echt mal langsam wieder an der Zeit, mal so ein Erfolgserlebnis hier mitzunehmen. Ist ja nicht allzu lange her, unser letzter Sieg, aber trotzdem. Das wäre so toll. Voller Angriff jetzt, kurz vor der Tribüne. Mali. Freistoß. Jawohl, Kevin Trapp. Das ist schon knallrot, der Schiri ist, der dreht voll durch deiner Seite. Aber das muss doch was. Warum? Es fruchtet auch nichts. Guck mal, du kannst da rumklickern wie ein Bekloppter. Du kannst da rumklickern wie ein Bescheuerter und es hilft nichts. Mann. Ja, wen soll ich denn jetzt bringen? Will ich auch noch einen bringen? Alle Spieler aufwärmen. Wen soll ich hier bringen? Ist ja nichts da, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, der bringt jetzt hier die Erlösung. Ecke von rechts, Rossini. Wer soll die Ecke dann reinmachen? Keiner ist da. Vorne. Deli versucht sich gegen Bungert. So, das war's. Kein Aktogan da, kein Kolb da, kein Innenverteidiger da, der mal den Ball, den Kopf da reinhängt. Mann. Das kann doch nicht gewesen sein heute. Was ist denn das? So. Aufstellung. So, bringen wir die letzten rein, die wir haben. Biau. Das war's, ne? Die beiden noch für die Offensive. Mehr habe ich nicht. Kann ich nochmal sagen, voller Angriff, Leute? Was soll ich sagen? Soll ich mal sagen hier? Soll ich nochmal sagen, oder was? Oder bin ich denn drauf auf der Tribüne? Sitze ich dann für drei Tage, drei Wochen? Auf geht's! Oh ja, rein geht noch. Alles klar. Kommen die Auswechslungen. 10 Minuten vor Schluss. Ich kann es nicht sehen. Ich muss mir die Augen zuhalten. Na los, Kiel. Komm. Nur ein einziges Scheißtor. Das muss doch machbar sein. Und wieder Mainz. Ecke von links. Die vierte Ecke schon. Knapp über das Tor, alles klar. Und jetzt die Mainzer. Die Kieler natürlich. Oh, wir wollten zum schnellen Konter ansetzen, aber Leroy Fair unterbindet diesen schon im Mittelfeld. Die gelbe Karte ist der gerechte Lohn. Taktisches Foul. Kacidis hat noch so genügend Zeit, den Ball uns auszuspielen. Komm schon. 86, das war's. Kein Angriff mehr, kein... Nix, Leute, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Offensiv sind wir zurzeit zu schwach. Nur ein Punkt. Ja, was soll ich dazu sagen? Fällt mir nichts so ein. Ist schade. Ist zu wenig, das haben wir festgestellt. Das heißt, da unten spielen alle unentschieden. Es bleibt dabei. Hat sich nichts viel verändert. Hannover kann wieder Punkte gut machen gegen uns und gegen den Rest. Ja, zum Glück haben wir Pauli ein bisschen auf Distanz. Aber es sind auch bloß 3 Punkte. Pff, ist auch nicht die Welt, das wisst ihr. Es sind 2 Siege von Pauli und schon geht die Post ab. Ja, konnten beide nicht überzeugen. Ja, aber viel wichtiger ist mir, dass wir nicht überzeugen konnten. 12 Ligaspiele unentschieden zu spielen. Ja, danke schön. Das musst du mir nochmal zeigen hier mit dem Extra-Bild. Und die zweite verliert mal. Erstmalig. Jo. Gut. Zeit von Dingen, also dieser Überraschungseffekt, glaube ich, von Dossan ist auch aufgebraucht. Da kommen wieder die Hardliner zurück ins Team. Würde ich mal vorschlagen. Ich verwechsel die beiden immer, entschuldigt. Jo, hat ein bisschen jetzt Kraft gekostet, das Match gegen Mainz. Weil es auch so
unerfolgreich war. So muss man sagen. Es war nicht erfolgreich. Wir müssen mal bei den Sponsoren noch mal ein bisschen reingucken, dass wir da ein bisschen die Jungs fit machen. Da ist der Wechsel noch. Ja, das können wir uns auch mal leisten, wenn wir schon Mancini abgeben, der so als Senkrechtstarter dann noch aufgeführt ist. Aber ich noch zeigen wollte, ich habe noch was rausgesucht an Statistiken. Koba ist wieder fit. Johannes Flum verlängert seinen Vertrag. Reuter hat Trainingsziel erreicht. Beste Newcomer. Alle von Kiel, ey. Ohne Scheiß. Überwiegend. Und Mancini ist normalerweise ein Kieler. Da haben wir ihn. Wirt ist der Größte. 99 Stimmen für ihn. Leider ist die Durchschnittsnote beschränkt. Rossini dagegen richtig geil unterwegs. Hat, glaube ich, aber auch ein bisschen von der Durchschnittsnote von der zweiten Mannschaft mitgenommen. Ne? Das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Simon, Innenverteidiger. Schade, dass sie den geklaut haben. 4,2 Millionen. Wir haben ihn für 2 Millionen verkauft. Goodie. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Alles klar. Letztes Jahr wesentlich weniger Punkte, 28, dies haben sie, habe ich gelesen, 36, kann das sein, 36 oder 31, wenn es 31 waren, ist es ja nicht viel mehr, ne, 36, habe ich richtig gelesen, das sind schon ein paar Punkte mehr, boah, wird genauso hart wie alles andere auch, wir spielen aber trotzdem zu Hause, 3D gegen Bremen und gegen Pauli, ein bisschen zu Hause, unser Stadion noch ein bisschen einweihen, solange es noch umgebaut wird, ungelesene Nachrichten, The Breaker, gibt's den immer noch? Den Breaker habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Tipptopp. Datenbank aktualisiert, Scouting abgeschlossen und Flum verlängert seinen Vertrag. Den hatten wir ja auch auf dem Blickfeld. Nehme ich aber jetzt raus. Oder hat keinen Wert mehr, ne? Kann ich rausnehmen. Das brauchen wir nicht mehr. Scoutbericht, Reuter, Trainingsziel erreicht. Koba ist wieder fit und beobachtet der Spieler verletzt. Ach was. Es ist gut, dass wir ein bisschen beobachten. Gut, dass wir das. Wir gucken das mal uns ein bisschen an, ne? Der Vertrag läuft nur noch recht lang für Muri Diaf. Mal schauen, wie lang der verletzt und wie häufig der verletzt ist. Sehen wir das nicht hier im Saisonverlauf? Sehen wir das nicht in der Karriere? In Details? Ja, das. Aber das sehen wir nicht. Scoutbericht. Breitkreuz hat seinen Bericht über die Spieler in Deutschland abgeschlossen. Er hat allerdings nur 5 Spieler finden können. Oh, ja, den haben sie jetzt drin. Spielerberichte. Stürmer, 57, FC Energie, Nakisa, Gobadat, Nakisa, Iran. Oh, ist ja auch noch klein. 1,68. Da bleibt wahrscheinlich auch klein. Sein Leben lang. Gut, schauen wir mal, Leute, oder? Ich würde jetzt gar nicht groß ändern. Wahl. 69 Rossini, ey. Der ist schon bald bei der 70, wenn er so weitermacht. Das ist super. Deli. Weiß gar nicht, warum der jetzt schwächelt. Hat sich doch sehr verbessert, Digga. Jo. Aktogan. Spielergespräche. Ich brauche dich in Topform gegen Bremen, Mann. Unverändert. Wie sieht's mit Kazetis aus? Wie sieht's denn bei dir mal aus, Kazetis? Ich brauch dich in Topform, Alter. Jawohl. Geht doch. Eine 10. Jetzt. Kazetis. Alter. Junge. Eskalation, sage ich euch. Wir wollten noch ganz kurz reingucken. Und zwar bei der Statistik habe ich noch was. Und zwar hier notenbeste Spiele. Ist ganz geil. Das ist natürlich. Und hier Teamverbesserungen. Das wollte ich euch zeigen. Das ist cool. Da sehen wir die stärksten Mannschaften. Klar, die Schwächsten sind hier die Besten. Ne? Weil Saisonbeginn hatten wir eine 747 und jetzt 762. Differenz 15. Das ist ganz geil. Kann man auch ein bisschen nach oben treiben, ne? Da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. Wenn wir mal wieder alle in Form sind und fit sind und geil drauf sind, dann geht da auch was. Dann geht da auch noch ein bisschen mehr vielleicht. Heinze kriegen wir, glaube ich, nie wieder so richtig fit. Spielergespräch, er ist gut trainiert, aber er muss ja auch wieder zurück, ne? In die zweite. Ist noch ein bisschen zu früh für Dosson. 57, da ist der Zug halt noch nicht so weit. Dass es was bringt. Ja, Heinze würde ich am liebsten ja direkt mal abschieben, aber das ist ja auch fast unmöglich.
Hat auch abgebaut im Marktwert ohne Ende. Für 550.000 haben wir ihn gekauft. Ich verkaufe ihn. Ich versuche mal einen zu finden, Leute. Heinz. Einer muss gehen. Es muss jemand gehen. Und wir müssen aufräumen. Wir brauchen diesen Stressfaktor nicht mehr. Oder ich will ihn nicht mehr haben. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Teamhierarchie? Ja, dass wir keine Führungsspieler haben. Es sind ja mittlerweile gar keine Spieler mehr hier drin. Was ist denn das? Also, das ist, fühlt sich gar keiner mehr verantwortlich für die Mannschaft oder was? Mann! Aber wer soll's auch übernehmen, ne? Wer soll's auch übernehmen? Kann man mal durchgehen. Da sehen wir mal so ein bisschen die Führungsqualitäten. 2, 4, 5, Trapp, Ginge. Was heißt ein Ginge? Ist ja auch armselig. 2 ist ja gar nichts. Montero 4, Ballas 4, Ziereis, Kacetis 3, 4, Neustädter 6, der einzige. Ein Riedmüller ist auch nicht so schlecht gewesen, ne? Riedmüller. 5. Es sind keine hier. 5 ist das höchste mit hier, Trapp, eine 5. Ansonsten bloß Makos noch mit der 6. Aber der ist auch nicht mehr zu finden da in dem Führungsqualitäten-Pool. Bangura kann ich auch rausnehmen. Der schießt doch eh kein Tor. Aloch. Das ist einer, das ist ein Transfer, der mich so ein bisschen ärgert. Ein bisschen mehr erhofft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ehrlich eingestehen, aber das gibt's ja auch. Ist ja auch schön, dass wir sowas mal haben, ne? Dass einer nicht durch die Decke geht. Weiß der Geier warum. Transfer, wie teuer war er uns? 430, naja, Gott sei Dank. Nicht allzu teuer. 2 Millionen, wer es glaubt. Marktwert 600.000. Muss weg. Nächstes Jahr. Marco ist auch schon 31. So, die zweite hat verloren im letzten Spieltag. Das ist natürlich bitter. Erste Niederlage, oder? Ne, die zweite in diesem Jahr. Trotzdem 10 Punkte Vorsprung vorm zweiten. Hätten aber mehr gut machen können, ne? Wenn wir gewonnen hätten. Klar, dann hätten wir jetzt schon 13 Punkte. Gut, aber also den Jungs brauchen wir jetzt echt keinen Strick draus drehen. Das ist schon alles in Ordnung, so wie es ist. Gut, Leute, wir gegen Bremen. Habe ich gesagt, ne? 3D-Modus. Zu Hause. In vollster Hoffnung. Bin ich gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.